Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und wir werden jetzt diese spanische Flotte angreifen mit unserer größten Marine, die wir auch so aufzubieten haben. Das wird keine einfache Sache, denn die spanischen Galeonen sind wirklich furchterregende, fürchterliche Schiffe, Schlachtschiffe. Und da die Seeschlachten hier ja auch immens verbuggt sind, könnte es durchaus sein, dass wir hier das ein oder andere Schiff verlieren. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Und ich glaube, wir haben trotzdem die Chance, hier das ein oder andere Schiff zu kapern. Hoffen wir einfach nur, dass mein Spiel nicht abstürzt. Soll das Nebel sein? Ich glaube, es soll Nebel sein. Ich glaube, es soll früher Morgen sein. Was bist du? Das sind unsere Fregatten. Schaut mal, wie niedlich die aussehen im Vergleich zu den Linienschiffen. Ah, da hören wir auch schon hier, wie die Segel und die Fahnen flattern. Ja, Wahnsinn. Crossing the T hieß ja die Erfolgstaktik von Lord Nelson, die hier in diesem Spiel leider nicht wirklich gut funktioniert. Ich würde stattdessen eine andere Taktik befürworten, nennen wir sie einfach nur das ätzende Todesknäuel. Das heißt, man versucht einfach die gegnerischen Schiffe zu blockieren. Und dann so gut wie es irgendwie geht, mit Kanonensalven einzudecken. Auch das eine Taktik, die eben nicht immer funktioniert. Aber ja, es kann ganz gut funktionieren. Was wir brauchen, Moment, wir brauchen aber schon eine Flotte auf zwei Seiten. Genau, mach's mal bitte so. Und hier machen wir das so. Das müssen wir jetzt gruppieren. Das ist nicht wunderbar, aber ich kann damit leben. So. Dann sehen wir hier schon die spanische Armada. Das ist wirklich die Armada-Schlacht. Und dann gucken wir mal. Ich wäre schwer dafür, immer die Schiffe zu isolieren und nach Möglichkeit immer ein Schiff nach dem anderen auszuschalten, weil die AI einfach extrem wendig ist. Was ist das? Linienschiff 4. Klasse. Fregatte 5. Klasse. Vielleicht konzentrieren wir uns sogar auf die beiden zuerst. Das ist übrigens das Admiralsflaggschiff. Nein, Spaß beiseite. Der hat tatsächlich eine Galeere dabei mit 0 von 4 Kanonen. Unglaublich, oder? Was haben wir hier? Eine Galeone. Und das sind alles Galeonen, also die fürchterlichsten Schiffe, die ich hier so bisher in dem Spiel erleben durfte. Ich habe sie bisher nur gegen Piraten erlebt. Ja, vielleicht versuchen wir trotzdem so eine Art von Crossing the T. Der wird jetzt auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall zuerst in Reichweite und er wird auf jeden Fall die erste Salve abfeuern, ohne dass wir da irgendwas machen können. Aber ja, wie gesagt, wir bleiben einfach dabei, wir versuchen seine Schiffe zu isolieren und direkt zu brechen. Und das ist natürlich nicht vermeidbar für uns, dass wir hier Verluste haben werden, aber damit müssen wir halt klarkommen. Also vielleicht verlieren wir halt so ein paar so linische 4. Klasse oder eine Fregatte oder sonst irgendwas. Achso, da ist mein Admiral drauf. Das sollte vielleicht nicht unbedingt sein. So, jetzt gehst du mal hier hin. Dann lösen wir dich mal aus der Gruppe raus. Du musst jetzt hier beidrehen, damit du schon mal eine Breitseite abfeuern kannst, bitte. Und wir machen nur nicht dieses Feuern, wenn bereit, sonst schießt er nämlich auf das. Das will ich nicht. Und ja, jetzt kannst du feuern, wenn du bereit bist.
So, der Admiral, der jetzt mal schnell hier durchsticht. Du stichst auch hier durch. Du bleibst hier stehen. Du drehst mal gerade hier bei. Bist du auch schon aus der Gruppe draußen? Nee, ne? Na komm. Okay, stopp. Sehr gut. Ah, hier kommt noch ein Schiffchen. Sehr schön. Ach, das sind meine Fregatten. Cool. Ja, ja. Okay, pass auf. Dreh in die Richtung bei. Du klebst dich da nicht fest. So, da seht ihr übrigens, warum dieses Crossing the T nicht funktioniert. Genau. Ey, warum haut denn der jetzt da wieder einfach so ab? Das geht immer gar nicht. Warum kann ich dieses Schiff nicht anwählen? Das geht auch gar nicht. Hallo? So, gerade mal pausieren. Du musst dich ein bisschen beidrehen. Und du musst mal auch beidrehen. Das läuft alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut, ich habe schon schlimmere Seegefechte geschlagen. Ui, da hat er das Munitionslager getroffen. Okay, da geht das erste Linienschiff. Bitte. Nee, du stellst dich dann genau mit der falschen Seite hin. So, du bleibst da stehen. Also ohne Quark. Das ist halt das Saudämliche bei diesen Seeschlachten. Du kannst deine Schiffe nicht gescheit auswählen. Ah, stopp, Moment mal gerade. Mach mal hier Kartätschenladungen. Ah, den kann ich gar nicht mehr entern. Okay. Dann mach's halt so. Dann wirst du das Schiff da gleich ändern. Intern. Meine ich, wie sieht's denn hier aus? Ja, hol mal den Admiral da runter. Der darf nämlich nicht. Der darf nämlich nicht krepieren. So, dann wirst du jetzt bitte dieses Schiff hier entern. Stopp! Weg abschneiden. Weg abschneiden. Ja, ich schieße einfach nur manövrierunfähig. Jetzt gar nicht mehr, was ich hier jetzt alles genau machen soll. Ja, also so jedenfalls wollte ich es nicht machen. Aber okay, gut. In Herrgotts Namen. Das
mein Admiral? Mein Admiral ist da unten. Shit, habe ich Wassereinbruch auf dem Ding? Was war das? Eine Fregatte, ne? Ja. Genau, mach die Gruppe da mal irgendwie auf. Wäre natürlich jetzt super, wenn ihr dieses scheiß Feuer da löschen könntet. So rumkommen. Stopp. Dreh dich mal ein bisschen, damit du nur eine Breitseite abgeben kannst. Du musst auch noch eine Breitseite abfeuern. Schießt du auch noch? Da haben wir ein Admiralsflaggschiff, das sich ergeben hat. Jetzt wem gegenüber? Wo sind die anderen Schiffe, die sich ergeben haben? Ah ja, das da sieht gut aus. Ergeben, Gefechtsteilnehmer verliert leicht. Ergeben. Ergeben. Flieht besorgt. Aber das ist einer von uns. Standhaft besorgt Verluste. Ergeben. 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 Also, wenn ich richtig beobachtet habe, dann gibt es hier gerade noch zwei feindliche Schiffe. Und die müssen wir da auch noch knacken können. Merkt man doch, dass es gut ist, diese Linienschiffe zu haben. Welches Schiff bist denn du jetzt? Von denen aus der Liste. Ich glaube, es ist das. Bleib mal stehen. So, dreh dich mal so hin, dass du nochmal eine Breitseite abfeuern kannst. Ja, sehr geil. Dann müssen wir es jetzt aber echt bald haben. Cool. Gefecht beenden. Boah, Leute, das war irgendwie ganz schön krass, aber ich weiß jetzt gar nicht, was haben wir jetzt alles bekommen? Kriegen wir jetzt alle Schiffe, die sich ergeben haben? Ich denke doch mal, oder? Also, vorausgesetzt, da waren jetzt welche, die nicht komplett gesunken sind. Also ein paar sind es immerhin. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Häkchen, speichern, speichern. So, und der Rest ist gesunken und wir haben jetzt bekommen 2 Galeonen. Und irgendwie ein paar Linienschiffe und Fregatten. Wir haben Fregatten gekriegt. Gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Gar nicht mal so schlecht.
Dann müssen wir jetzt mal hier langsam unseren Hafen anlaufen. Allerdings, ach, Moment mal gerade. Gib mir mal mit den Typen mit 1, 2 Linienschiffen. Und ich weiß nicht, was haben wir hier noch? Eine Fregatte vielleicht, dass wir noch so ein schnelles Schiff dabei haben. Und dann segelst du mal wieder hier rüber. Ich brauche wieder eine Karibikflotte. Und die Linienschiffe, die sind ja noch halbwegs gut in Schuss. Also um die eine Galeone aufzuhalten, müsste das eigentlich noch gehen. So, da ist mein neuer Admiral. Den werden wir jetzt dort mit der Flotte verbinden. Ja, mir fehlt das immer noch, dass man hier nicht so wirklich durchschalten kann. Aber gut. Dann segelst du mal hier hin. So, dann haben wir diese Flotte auch so ein bisschen geschützt. Schnell speichern. Da gibt es einen Volksmann, eine Eigenschaft und noch eine Eigenschaft. Und das sind bestimmt alles total tolle Eigenschaften. So. Okay. Und ich bin mal gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. Ich muss mal gerade gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Da geht noch ein bisschen was. Nächste Runde. Sag bloß, die Briten wollen mal wieder mit ihrem Schiff handeln oder. Naja, egal. Ich weiß doch gar nicht, wessen Handelsroute die da blockieren, aber es müsste Preußen sein. Es müsste Preußen sein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste Preußen sein. Ja, die Seeschlacht, die ging jetzt sogar so halbwegs. Also, obwohl ich da sehr unaufmerksam war, größtenteils. Das war jetzt gar nicht mal so schlimm. Wir müssen mal gucken, dass wir den Spaniern irgendwo Einhalt gebieten können in der Karibik. Ich bin noch nicht so ganz bei diesem System durchgestiegen, welche Schiffe man dann jetzt wirklich bekommt und welche nicht. Und bei Shogun war das ein bisschen deutlicher. Und ich finde es halt gut, dass man hier im Gegensatz zu Shogun sagen kann, ja, ich will die Schiffe nicht behalten, ich will stattdessen ein Beutegeld. Was ich auch gut finde, bei Shogun ist es ja so, da kann man ein Schiff nur versenken, aber dann hat man halt nichts davon. Und ich denke dann auch gerade bei so einem Schiff, also ich meine, da sind doch auch irgendwelche Materialien verbaut, die man sonst noch anderweitig irgendwie verwenden könnte. Und insofern finde ich das hier auf jeden Fall besser. So. Das ist doch eine schöne Flotte. Die geht jetzt mal gerade hier runter in den Hafen und lässt sich hier instand setzen. Ah, ja, das kostet ein bisschen was. Das kostet ein paar Kronen, ja. So, dann machst du dich mal direkt auf den Weg. Wir werden halt ganz oben starten und müssen erstmal nach unten segeln. Das hätten wir hier jetzt auch gemusst. Eigenschaft erhalten, plus 2 auf Geheimaktionen, Spionage. Das stimmt, wir haben da ja noch im Hafen unseren Spion. Können wir ihn vielleicht mal bei den Spaniern ins Territorium schleusen? Das ist unser Rekrutierungsbericht. Der greift Santo Domingo nicht an. Der greift Santo Domingo nicht an. Der will Curaçao angreifen, aber ziemlich sicher. So, da ist unsere Uni. Sehr schön.
Oh, jetzt kann man. Ah, das kostet 8000. Ja, okay, gut. Königliche Akademie, das ist natürlich auch noch was Schickes. Was haben wir sonst noch so? Hauptschirmpflaster, Freudenhaus. Ah, Poststation. Bau mal das Ding noch eine Stufe weiter aus. Das Theater übrigens auch. Wir haben noch 4 Runden. Gut. Dann mach das mal zu. Kinetische Theorie der Gase. Okay. Warum fallen mir jetzt direkt irgendwie 20 Furzwitze ein? Das ist ganz schlimm. Ach so, wegen Kinetik. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Du nimmst den General mit Linieninfanterie mit. Und dann nimmst du noch mit die Kaff und die zwei Burschen hier. Noch mehr? Ab aufs Schiff. So. Ich weiß nicht, ob die 2 Runden hier ausreichen werden. Machen wir mal noch 2 Milizeinheiten. Das hier reicht dicke, ja. Und bis dahin müsste dann auch meine Flotte da sein. Ja. Und hier oben die Verteidigung, die ist relativ gut eigentlich. Grenzbewohner. Ja. So, ich speichere das mal kurz. Flotte ist unterwegs und so weiter und so fort. Haben wir alles gemacht. Nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt, wo die Spanier angreifen. Oh Mann, ob das ein Fehler war, die Truppen aufzuteilen? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es rausfinden. Genau, Österreich, schick deine Edelmänner zu den Preußen. Da hat er wohl gerade ein Duell verloren. So, was machen die Spanier jetzt? Ja, Tatsache. Er greift, nein, was? Er greift San Jose an? Oh. Ja, dann Leute, dann sehen wir im nächsten Teil diese Schlacht hier, würde ich sagen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.